Hallo, mein Name ist Yannick Bauer. Ich bin Innenverteidiger bei Borussia Münsters ersten Mannschaft und ich bin für den kreativen Spielaufbau von hinten heraus verantwortlich. War eindeutig. Also ich denke, Eintracht Münster hatte keine Chance. Wir haben richtig gut gespielt, haben wirklich gegen einen schwachen Gegner gespielt. Ich glaube auch, die haben einfach Angst in letzter Zeit gegen uns zu spielen. Die letzten Ergebnisse waren immer sehr eindeutig. Ja, gerne häufiger gegen Eintracht. SC Reckenfeld erwartet eine Antwort aus dem letzten Jahr. Da haben wir sind wir zweimal ordentlich unter die Räder gekommen. Ich denke, da haben wir was gut zu machen. Ja, also wir sind jetzt in unserem neuen System bisher ungeschlagen. Ich hoffe, das bleibt dann am Wochenende auch so. Also Julian Fuhrmann hat mir natürlich hart Konkurrenz gemacht mit dem Sieg am Wochenende. Also am letzten Wochenende. Zum Glück hat die Mannschaft so eine Reaktion gezeigt mit mir als Spielführer. Ja, also ich denke, ich gebe sie gerne mal nochmal ab, aber jetzt noch nicht. Auf jeden Fall, also Fabian Ebong darf auch ab und zu ran, aber vorm Spiel, da lasse ich mir schon nichts sagen, da kommt die Musik aus meinem Handy. Ja, das weiß ich auch nicht, das begleitet mich schon immer. Ich hoffe, dass es irgendwann auch mal so ist, dass ich in der Saison mal meine 28 Tore mache, so wie im Training, also pro Training mache. Aber ich probiere es jetzt schon echt viele Jahre. Ich hoffe, es kommt irgendwann mal, aber anscheinend nicht. Schalke wird dieses Jahr Meister. Ich meine, jeder, der Ahnung von Fußball hat, der braucht sich die Mannschaft zurzeit angucken. Mit den jungen Spielern, ähnlich wie bei uns bei Borussia, macht einfach nur Bock. Also wem da nicht das Herz aufgeht, wer Leroy Sané Fußball spielen sieht oder einen Goretzka oder einen Johannes Geis, der beste Spieler der Bundesliga, also beim besten Willen. Ja, der hat keine Ahnung von Fußball.